Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt euch ein Tutorial gewünscht in der Community-Umfrage, also hier gibt's heute ein kleines Tutorial für euch. Entschuldigt wieder meine Stimme, mich hat's wieder erwischt. Naja, so ist es halt mit Kleinkind im Kindergarten, ne? Hat man alle Nase lang was, die Nase voll quasi. Naja, aber ich lasse mich natürlich trotzdem nicht abhalten, euch hier ein Video zu drehen. Weil Basteln ist ja auch Balsam für die Seele und tut gut. Und ja, ich wollte euch heute eine Kleinigkeit zeigen, die so, also weil ich ein paar alte Briefmarken verwenden möchte in einem Journal. Und ich möchte quasi so kleine Taschen dafür basteln. So, und die wollte ich aber jetzt einfach nicht nur in Umschläge packen oder so, sondern ich wollte dafür schöne kleine Taschen machen. Und da sind mir diese Stempel hier in den Sinn gekommen. Die gab es mal bei Action. Also ihr kennt die bestimmt, diese Holzstempel, die es öfters mal bei Action gibt. Und ehrlicherweise habe ich die noch nie verwendet. Die sind noch komplett neu. Ups. Und ja, ist ja eigentlich zu schade, weil das ja wirklich tolle Motive sind. Und ich dachte mir, heute verwenden wir die mal und basteln uns da draus kleine Taschen, um da halt Briefmarken reinzustecken, zum Beispiel. Aber je nachdem, wie groß euer Stempel ist, könnt ihr da natürlich auch größere Sachen reinstecken oder halt, ja, kleine Schnipsel oder irgendwas. Ihr werdet gleich sehen, wie ich es meine. So, und zwar habe ich mir jetzt einfach hier so ein Stück cremefarbenes Papier rausgesucht, was ein bisschen fester ist. Vellum. Auch ein bisschen festeres und nehme mir jetzt einfach einen dunkelbraunen Stempel und hoffe mal, dass die beim ersten Abdruck jetzt schon gut sind. Wie gesagt, ich habe sie noch nie benutzt. Stempel mir die einfach ab. Ah, nee, muss ich noch mal. Da habe ich da oben nicht ganz. Versuchen wir das Ganze nochmal, auch hier auf die Ecken drücken. Holzstempel benutze ich nicht so gerne, vielleicht habe ich die auch deswegen immer liegen lassen. Na, warum will denn da der Griff nicht? Hier, da habe ich doch extra drauf gedrückt. Warte, ich versuche das nochmal, das ist hier nur so ein Restpapier. Zur Not nimmt man das noch für was anderes, aber das nervt mich gerade, dass da der Griff nicht richtig zu sehen ist. Weil ansonsten ist das ja ein schöner Abdruck. Aha, geht doch. Okay, gut, aber dann hole ich mir mal kurz noch ein anderes Stück aus meiner Restetüte hier. Noch dieses, ja, hier, das schmeiße ich natürlich nicht weg, aber ich möchte jetzt schöne Abdrücke haben für diese Täschchen. Bei Acrylblöcken sieht man das Ganze halt besser, ne? Aber ich habe mir extra vorgenommen, die heute zu benutzen. Dann müssen wir da jetzt durch. Schon wieder der Griff nicht. Der will mich doch ärgern. Oder ist meine Unterlage vielleicht zu hart? Momentchen, ich lege mir mal noch was drunter. Vielleicht ist die Glasmatte nicht so geeignet für diese Art. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich eben mit Joghurt eingekleckert. So, das müssen wir doch hier hinkriegen, oder? Wisst ihr was? Ich mal den Griff jetzt einfach dran. Das geht mir jetzt auf den Keks hier. Ich nehme jetzt einfach hier so ein. So, fällt doch nicht auf. Guck mal. Fällt nicht auf. Keine Nerven für sowas. So. Ja gut, das ist dann vielleicht der Nachteil an Action-Stempeln, ne? Sind natürlich
qualitativ nicht die hochwertigsten. Ich habe mir auch schon ewig jetzt keine Stempel mehr bei Action gekauft, weil ich sie halt auch nie benutzt habe, besonders nicht diese Holzstempel. Aber ja, ich dachte mir, die ich jetzt da habe, die kann ich ja zumindest benutzen, gell? Damit sie dann auch wirklich mal einen Sinn erfüllen. Und ich finde das generell immer sehr inspirierend, wenn Leute dazu aufrufen, mal die Sachen zu benutzen, die man sonst noch nie verwendet hat. Oh ja, das ist aber ein schöner Abdruck. Das hat gut funktioniert. Weil wir haben ja so viel Bastelkram und wir haben ja immer unsere Favoriten. Und ich meine, bei Kindern macht man es ja auch so. Also ich bin Erzieherin, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich bin Erzieherin und bei Kindern macht man das ja auch, dass man Spielzeuge in regelmäßigen Abständen einfach mal austauscht, damit alte Spielzeuge wieder interessant werden und ja, damit einfach Abwechslung ist. Und so sollte man das vielleicht auch mal mit seinen Bastelmaterialien machen, die man so in seiner direkten Nähe am Basteltisch hat. Dass man einfach mal andere als sonst dahin räumt, damit man da einfach mal seinen Horizont irgendwie erweitert. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man auch mal dazu eher kommt, andere Sachen zu verwenden, als immer seine Lieblinge. Ich meine, die Lieblinge haben ja einen Grund, warum sie unsere Lieblinge sind. Klar, ich sage ja auch nicht, dass ihr die wegschmeißen sollt. Aber vielleicht einfach mal eine Schublade weiterräumen oder so, damit auch mal andere Schätzchen vielleicht ja auch, die ja vielleicht auch das Potenzial haben, Lieblinge zu werden, ja, dann auch die Chance dazu kriegen. So. Alles klar. Dann haben wir hier die schönen Abdrücke. Das sind jetzt meine Motive und die möchte ich mir aber noch ein bisschen aufhübschen. Mit ein bisschen Building Wax, denke ich. Dann nehme ich mir das Goldene. Und ich nehme manchmal gerne, wenn ich nur so Kleinigkeiten mache, diese Papierwischer, um mir nicht die Finger einzusauen, weil ich ja nun mal lange Nägel habe und das dann immer eine Sauerei ist, das Gilding Wax da unter den Nägeln rauszufummeln. So, deswegen nutze ich da manchmal gern diese Papierwischer. Die gibt es auch bei Funkekram im Shop. Und geht da einfach so ein bisschen drüber. Warte, ich hole euch mal ein bisschen rein. So. Gerade hier bei dem Schallplattenspieler finde ich Gold ganz passend. Dieser schöne Metalleffekt. Das trage ich auch schön ungleichmäßig auf. Weil das soll ja alt und abgeranzt aussehen. Das mag ich. Hier unten ein bisschen mehr, aber das war zu viel. So. Hier, wo es quasi dunkler sein sollte. Bisschen nach außen hin arbeiten. So, gefällt mir das schon ganz gut. Gehe ich noch hier unten mit so ein bisschen Rest drüber. Könnte auch so eine Goldverzierung quasi sein. So, ja, das finde ich hübsch. An der Schreibmaschine ebenso. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da hätte ich nämlich gerne hier so ein bisschen über den Tasten den Goldschimmer. Dass ich aber nicht zu viel erwische. Das kann man auch immer noch ein bisschen abkratzen, aber so ist, denke ich, ganz gut. Dass das einfach so einen kleinen Schimmer da drauf gibt. Hier so, wo die Metallteile quasi sind.
dieses Etikett. Das wäre in meiner Welt auch golden. Bisschen am Rand hier unten. So. Und das Schiff noch. Das Schiff kriegt auch einfach hier ein paar goldene Akzente. Das sind halt reiche Handelsschiffleute oder Piraten, wenn ihr es abenteuerlicher haben wollt. Die konnten sich ihr Schiff schon mit ein bisschen Gold schmücken. Auch unter den Seefahrern gibt es mal prunkvollere, ne? Und die schmeiße ich dann nicht weg, die mache ich dann auch immer ein bisschen sauber, lasse die dann trocknen und verwende die dann nochmal. Also sehe ich jetzt keinen Grund, die nach einmaligem Benutzen irgendwie wegzuschmeißen. Entschuldigung. So. Gut, dann einmal wieder raus hier aus dem Zoom. So. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich da eine Tasche auf diesen Stempelabdrücken mit dem Vellum mache. Also sprich, dass ich da quasi so ein Stück Vellum einfach draufklebe und damit ich da dann halt die kleinen Briefmarken reinstecken kann. So. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich finde das gut, dass das Papier schon, dass das Vellum schon oben so angerissen ist. Könnt ihr das gut erkennen? Genau, wenn man das Vellum dann so da drauf klebt, dann sieht man ja noch das Motiv dadurch. Hat dann aber trotzdem diese kleine Pocket erschaffen. Ich lege mir das einfach hier drunter und schneide das so ganz grob aus. So. Jetzt habe ich keine schöne Kante mehr, aber das reiße ich mir dann gleich noch. Mal hier das Stück aus. Ja, so, okay, dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Tombow und gehe hier an den Rand entlang. Klebt mir da diese Pocket drauf. Mal gucken, wo ich den Kleber hinmachen muss. Da. Ihr könnt dafür natürlich auch Junk Journal Kleber nehmen. Der Tombow geht jetzt gerade schneller für mich. Wenn ihr Tombow nutzt, natürlich immer nur aufpassen, weil Tombow nach dem Trocknen noch klebrig bleibt, also nicht damit rummatschen dann. So. Und hier muss ich ja erstmal eine schöne Kante noch erzeugen. Ja, bis darüber, denke ich. Nicht ganz bis zum
Schluss. So. Und dann schneide ich da einfach die Ränder ab von dem Vellum. Ach, ich finde das süß. Das sind doch solche Kleinigkeiten, die unsere Journals zum Leben erwecken. Wovon man auch nie genug haben kann, irgendwie. So. Nummer zwei. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum ich gesagt habe, dass ich mir das auch mit so einem Flaschenstempel gut vorstellen kann? Ne, wenn man da jetzt so eine kleine Flasche als Stempel hat, finde ich eine tolle Sache. Ich suche jetzt mal ein paar Briefmarken raus, damit ihr das Endergebnis noch richtig sehen könnt. So, wie ihr seht, da passen wunderbar kleine Briefmarken rein. Dann hat man einfach ein, ja, dekoratives kleines Täschchen. Aber wie gesagt, die Größe des Täschchens kommt ja echt auf euren Stempel an. Wenn ihr jetzt auch ganz große Stempel dafür nehmt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, da zum Beispiel Tickets reinzustecken oder Tags. Aber ich wollte sie, wie gesagt, für den Zweck für alte Briefmarken haben. Ja, finde ich so echt eine süße Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr nachbastelt, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!